Hi und herzlich willkommen zu Tag Nummer 22 von Vlogmas. Ich bin gerade auf dem Weg zum Sport und ja, da hinten ist auch mein Fitnesscenter. Ich warte jetzt gerade auf Anastasia und sie ist auch schon da. Und ja, gleich geht's zum Sport. So Leute, ich bin fertig mit dem Sport und sehe auch ganz schön tot aus. Ich bin gerade in der Bahn, die ist komplett leer. Jetzt sitze ich in meinem Buch weiter und ja. Also Leute, wir haben jetzt mittlerweile 15 Uhr. Ich bin nach Hause gekommen, habe geduscht, habe gegessen und auch ein kleines Nickerchen so von 15 Minuten oder so gemacht. Das hat mir definitiv nicht gereicht. Jetzt werde ich noch Sachen für die Uni machen. Dann habe ich noch anschließend um 16 Uhr ungefähr noch ein Skype-Gespräch. Und dann gehe ich heute Abend noch mit Freunden raus. Also ja, es ist ein voller Tag. Aber bevor ich das alles noch mache, wollte ich ganz kurz den Adventskalender jetzt öffnen. So, heute ist ja Päckchen Nummer 22 dran. Das ist auch nochmal ein richtig großes Päckchen. Heute ist der 4. Advent. Nur noch zweimal schlafen. Wie süß, das sind Mini-Handcremes. Voll cute. Also so sehen die halt im Einzelnen aus. Voll süß. Wir sind jetzt gerade in der Laserzone in Frankfurt und die zwei sind zum ersten Mal hier. Ich bin zum zweiten Mal hier, wenn ihr Vlogmas 2018 nicht verpasst habt. Und ja. Also es war echt cool und ich habe jetzt sogar eine Mitgliedskarte, BB98. Seht ihr uns auf Platz 19 in Blau, finde ich. BB98. Wenn ich doch am Seil kann, aber wenn nicht, dann nicht. Aber ja, bin noch sehr weit hinten. Ey Leute, ihr wisst nicht, was wir eben gerade gemacht haben. Wir waren Lasertag spielen und da stand ein Junge in der Ecke in so einer dunklen Kammer und Elif hat ihn schon attackiert. Da kam ich dazu und habe ihn attackiert und da kam noch Vanessa dazu. Und wir haben zu dritt einen Jungen attackiert und er hat am Ende sogar geschrien, lass mich in Ruhe. Ey Leute, das war so witzig. Oh mein Gott, ich habe noch nie sowas gemacht. Ich kann das nur bestätigen. Das ist eine. Wie war das erste Mal für dich Lasertag? Es war krass. Ja? Ja, es war krass. War es genauso wie bei How I Met Your Mother? Nein, weil ich keinen Anzug anhatte. Aber das ändern wir nächstes Mal. Ach so, du meinst so einen Smoking-Anzug. Ich dachte so, hä, wir haben doch Sachen an. Also, falls ihr keine Ahnung habt, wie das aussieht, ich versuche euch ein Bild zu schießen. Plus, der letzte Vlog zeigt es euch, weil da waren die Anzüge cooler, weil die haben danach auch noch geleuchtet, nachdem man außerhalb vom Bild war, also außerhalb vom Spiel war. Ich darf halt drinnen, glaube ich, nicht vloggen. Wieso guckst du so depressiv? So, so voll konzentriert. Oh, ich glaube, es geht gleich an, oder? Also Leute, das sind unsere Anzüge. Ja, weil alles hier leuchtet. Und wir sind Team Blau. Da hinten ist Team Grün, Leute. Ihr seht gerade, wie viel hier abgeht. Also wir haben jetzt mittlerweile fast 22 Uhr. Wir wissen nicht, ob wir nochmal spielen dürfen, weil wir hatten... Wir haben heute so ein Special-Ding gekauft. Und zwar, da konnte man 2 Stunden lang für 15 Euro durchspielen. Wir haben insgesamt 2 Spiele gespielt. Manche haben 3 Spiele geschafft. Ja, ja, aber wir selber waren ja nur in 2 Stunden. Was? Waren wir 3-mal drin, ne? Oh, da waren wir 3-mal drin und die anderen waren sogar 4-mal drin. Und ja, weil es so überfüllt war, durften die. Auf jeden Fall, ich bin einmal richtig krass gerannt, weil ich die ganze Zeit Vanessa und Aileen gesucht habe. Leute, das war so witzig. Ich habe so viele Leute abgeknallt, weil ich so viele coole Ideen hatte. Am Anfang habe ich nicht mal meine Kleidung aktiviert. Das war auch richtiger Fail. Leute, wir haben es geschafft, 4 Runden zu spielen. Hätten wir das eine nicht aussetzen müssen, weil die Platzkapazität nicht so groß war, hätten wir sogar 5 Runden geschafft. Und es hat so Bock gemacht, Leute. Ich würde es jedem empfehlen, der in Frankfurt wohnt und halt auf so Actionspiele steht. Selbst wenn ihr keine Ahnung von Lasertag habt, ich habe auch keine Ahnung, aber es macht trotzdem mega Spaß. Ihr müsst nicht mal immer unter den Top 3 sein. Ja, was ich euch schon mal gesagt haben. Also, falls dir dieser Vlog gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du dich gerne hier unten abonnieren. Und dann würde ich auch sagen, bis morgen. Bye!